Willkommen im HDB Schweizer. Heute haben wir ein neues Thema, ein interessantes Thema, und zwar geht es heute darum, Vic Power. Vic Power DC Input. Euch eine Invertertechnik vorzustellen mit 300 Ampere Wasserkühlung, das Ganze modular, fahrbar, perfekt für den Baustelleneinsatz. Das heißt, ihr könnt das System komplett auseinanderbauen, ins Auto schmeißen. Kundenanfrage war, ihr benötigt eine Maschine mit ordentlich Leistung. Es wird Edelstahl und Stahl verschweißt mit 300 Ampere. Er möchte das Ganze wassergekühlt haben, modular auf einem Fahrwagen. Besondere Option einer sogenannten Retox-Option. Komplette Fernregelung am Brenner und das Ganze in 8 Meter Länge. Das heißt, er wird die Maschine irgendwo auf der Baustelle positionieren. Dort hat er seine Maschine stehen, dort ist die Stromversorgung, dort wird auch das Gas stehen. Und er möchte quasi sich 8 Meter entfernen in einen Behälter, einem Gerüst irgendwo frei bewegen und möchte alles von einer Hand bedienen. Und dafür haben wir etwas Besonderes zusammengestellt. Und zwar habe ich ihm eine Tetrix 300 DC Impuls vorgeschlagen, wassergekühlt gewünscht, mit der Redox-Option, wie wir sehen, hier LED-Anzeige, Fernregelfunktion, Startstrom, schaut euch den kleinen Brenner mal an. Das ist ein wassergekühlter, wenn ihr Unterstützung braucht, welche Schweißmaschine die richtige ist, im hochprofessionellen Bereich, bin ich gerne für euch da. Schickt mir eure Anfrage, schreibt mir, ruft mich an, ich stelle euch was zusammen. Wir brauchen die Stromquelle natürlich, wir brauchen den Wegbrenner, wir brauchen die Wasserkühlung, wir brauchen den Fahrwagen. Massekabel, Druckminderer, Gasschlauch ist eh schon dabei. Erst beginne ich damit, indem ich die Wasserkühlung auf dem Fahrwagen positioniere. Hier ist unser Tetrix 300 DC Puls mit der Komfortsteuerung. Wenn man diese Maschine Standard bestellen würde, ja, mit einem 5-poligen Anschluss, ohne Up-Down, ohne LED-Anzeige, ohne Retox, dann bekommt man so einen einfachen Brenner, auch ein sehr guter Gripbrenner von EWM. Wir haben keinen hochflexiblen Lederschlauch, nur Start- und Zweitstrom, sonst nichts Weltbewegendes. Also bei HDB gibt es immer die bestmögliche Optionen, inklusive schon dabei. Das heißt, wir haben dem Kunden vorgeschlagen, weil er 8 Meter von der Maschine entfernt ist, sich die sogenannte Redox-Option zu holen, was sehr praktisch ist und sehr wichtig ist für die Schweißer. Wenn die 8 Meter von der Maschine weg sind, die müssen sehen, mit wie viel Ampere sie arbeiten, in welchem Job die sind. Und das kann ich hier mit dem Brenner alles abrufen und sehen. Was ist dabei zu beachten? Grundsätzlich nehmen wir immer die 8-polige Maschine, wie wir hier sehen, und dann verpassen wir der ein Upgrade. Wir tunen das Ganze so gesehen. Der Umbau 8-poligen durch den 12-poligen Anschluss sollte nur vom Fachpersonal durchgeführt werden. So, hier kann uns nichts mehr entwischen. Steuerleitung von der Wasserkühlung. Hier haben wir unseren Gasanschluss für Schutzgas. Hier haben wir unseren Einschalter, Haupteinschalter. Hier ist der Fernstellanschluss, hier ist der Com-Anschluss. Und hiermit können wir die HF an- und ausschalten. Wir schalten die HF an. Fernstellanschluss ist interessant. Einen Fußfernregler an. Optimal fließend, freihändig verstellen. In unserer Werkstatt, auf Montage, wo auch immer. Man sieht auch, was das für eine Qualität ist. Das ist robust, also industrietauglich. Und unsere Leitungen einmal Wasser, Lauf. Einmal hoch. Kühlflüssigkeit ist genug vorhanden. So, Wasserkühlung, alles läuft sofort an. Und unsere Up-Down-Funktion, unser Upgrade, unser High-End-Upgrade, der das Ganze zu einem wirklich High-End-Produkt macht. Retox, LED-Anzeige, komplett alles verstellbar. Bis auf 5 Ampere können wir runterriegeln. Es zündet auch sofort. Ich habe heute etwas Edelstahl vorbereitet. Das ist ein DC-Inverter, damit werden wir hauptsächlich auch Edelstahl schweißen auf der Baustelle. Und der Vorteil ist zum Beispiel auch hier, ich muss noch nicht mal nach vorne schauen, ich kann mir automatisch hier meine Amperezahl einstellen, wie ich das brauche. Und 2 mm vorbereitet, die 1 mm werde ich jetzt mal mit 30 Ampere schweißen, dann gehe ich runter auf 30 Ampere. Ich habe dazu auch den Puls aktiviert, ich habe mir gedacht, heute mal was Neues auszuprobieren, das Optrell Weltcap. Das Weltcap schaltet vollautomatisch. Auch sehr leicht, muss ich sagen. Ich fand das jetzt ein bisschen für 1 mm zu viel, also gehe ich runter. Ich das Ganze hoch auf 55, mache das Ganze ohne Zusatz. Ich praktisch finde, ich habe eine Brille und das passt alles optimal zusammen. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir dickere Bleche verschweißen? Hier circa 4-5 mm
Ich gehe hoch, brauche pro Millimeter 30 Ampere. Man muss sagen, die Maschine hat richtig Power. Das ist ein 260er Brenner, also für 260 Ampere ausgelegt. Das ist eine Maschine mit 300 Ampere bei 60% Einschaltdauer, 260 Ampere. Also ist das, wenn ich auf die Hand habe, Bequemlichkeit, Leichtigkeit, der ist so leicht, ich spüre den fast gar nicht. Das ist wie eine Verlängerung meines Arms und kann super schön damit arbeiten. Ich komme überall in die Ecke, ich kann die Nase noch kleiner machen. Also ich kann hier quasi mit 300 Ampere arbeiten und mit so einem kleinen Brenner. Das ist einfach genial. Einen WD-260 EBM Brenner. Das ist viel da leicht, das ist der Wahnsinn. Durch dieses flexible Leder. Ihr könnt die Maschine gasgekühlt, einfach nur die Stromquelle gasgekühlt bestellen. Ihr könnt natürlich das komplette Paket bestellen. Mit Wasserkühlung, Retox, Fahrwagen, Automatikhelm. Gibt alles bei uns im Angebot, eine Art Konfigurator. Wenn ihr nicht zurechtkommt, habt Fragen. Ihr wollt die Maschine testen. Ihr wollt die Maschine live sehen. Ihr wollt damit arbeiten. Schreibt mir, meldet euch bei mir. Ich kümmere mich darum. Unsere Tetrix 300 DC Puls. Mit Wasserkühlung. Auf einem Fahrwagen aufgebaut. Komplettes Paket mit Gasflasche und Retox-Umbau, Upgrade von HDB. Schaut euch den kleinen Brenner an, die Ergebnisse von heute. Ich habe kurz 2 mm geschweißt ohne Zusatz. Und das Weltkit von Optrell kann ich euch auch empfehlen. Abonniert unseren Channel, seid immer dabei. HDB hat immer interessante Pakete. Wir machen oft eine Verlosung. Demnächst kann ich euch schon mal einen Tipp geben. Im Sommer werden wir eine EWM neue Pulsanlage verlosen.